Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Wir sind im Kellergewölbe hinuntergelangt und haben Bekanntschaft geschlossen mit einer sehr bösen Kreatur. Wir haben Uripiment aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was uns das alles bringt. Ein Glas Uripiment. Das ist ja für unsere Medizin, genau. Okay, Laterne ist an. Wir müssen sie fast schon wieder auffüllen. Oh je. Wir haben nicht mehr viel. Deshalb müssen wir schnell machen. Ja, uns sitzt so eine gemeine Kreatur im Nacken. Und ich weiß jetzt auch noch nicht so ganz, wo ich hingehen soll. Hier können wir noch reingehen. Oh, da gibt's noch mal was. Oh. Kommt da schon wieder jemand? Keine Ahnung. Es wird jetzt auch nichts nützen, wenn ich da die ganzen Fässer da untersuche. Hier ist nichts. Ich könnte mir Licht machen, aber ja, ich muss ja eh gleich wieder raus. Denn hier gibt's eigentlich nichts sonst. Okay, raus hier. Ich frage mich, was es hier noch zu tun gibt. Oh, nochmal was. Oh, oh nein. Oh nein. Ja, das fängt ja gut an. Dieser Weg, er ist... Nee, er ist nicht versperrt. Wir können diese riesen Felsbrocken wegschieben. Er ist ja ziemlich kräftig. Dann will ich mal kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Komm. Auch wenn das ziemlich sinnlos ist. Ey, Fass, was willst denn du von mir? Nee, hier ist wohl nichts. Kann ich das irgendwie werfen? Nee, natürlich nicht. So stark ist er dann auch nicht, unser Freund. Hier ist nichts. Hammer brauchen wir auch nicht. Da bringt uns auch nichts. Ja, hier haben wir uns ja eigentlich schon umgeguckt. Hier gibt es kein Öl mehr. Dann schieben wir doch das hier alles mal weg, damit wir wieder rauskommen. Können wir es hier hoch irgendwie? Nee, geht's auch nicht weiter. Ach, ist das alles im Weg? Na komm. Weg mit dir. Weg mit dir. Und jetzt die Türe. Na geht doch. Was ist jetzt schon wieder? Nee, es kommt keiner. Wir waren jetzt eigentlich überall. Ich möchte jetzt noch mal nach oben. Und gucken, ob es irgendwo anders weitergeht. Denn hier haben wir alles gesehen, glaube ich. Ah, hier ist noch zu. Will ich jetzt noch schnell nachprüfen. Da ist ein bisschen was zu sehen an dieser Karte. War das Blut vorher schon da? Also das ist bestimmt kein Wein, oder? Obwohl das genauso aussieht, ich weiß es nicht. Hier will ich jetzt noch reingucken. Aber ich glaube, da war ich auch schon. Denn da ist das Monster durchgegangen. Genau. Ja, okay, dann sollten wir langsam hochgehen. Bevor uns das Öl noch ausgeht. Denn das wird weniger und weniger. Gibt es hier noch was? Nein. Ah, zu einer Büchse. Okay, gehen wir jetzt nach oben. Denn hier ist wohl nichts mehr. Ja, außer komischen grünen Spuren. Nee, ich gehe jetzt hoch. Das reicht, das waren genug Schreckmomente fürs Erste. Ab in die Eingangshalle.
Es war unvermeidlich. Die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit. Oh, shit. Ja, ich hätte früher lesen sollen. Vielleicht habt ihr euch durchgelesen. Ja. Will ich hier rein? Oder war ich hier nicht schon im Labor? Doch, hier war ich eigentlich schon, glaube ich. Doch, hier habe ich vorher schon reingeguckt. Ja, jetzt muss ich aber nochmal rein. Damit ich mich wieder etwas erinnere. Ja, aber hier ist eigentlich auch schon alles. Oh, ich merke gerade... ja, meine Laterne ist leer. Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt wird es nämlich langsam etwas kritisch. Man hört schon wieder diese Stimmen. Hier unten war ja noch dieser Behälter. Kann ich hier irgendwas machen? Ich guck's mir jetzt nochmal an. Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denke, nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine über sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Ja, das ist schön und nett, aber es nützt mir irgendwie nichts. Der rettende Hinweis entgeht mir wohl. Ich versuch's jetzt mal kaputt zu machen. Nö, stabil. Ja, nochmal Inventarcheck. Aber, puh, was soll ich hier? Ach. Okay. Natürlich, ich habe hier dieses ätzende Zeug. Damit kann ich ja oben das Glibberzeug wegmachen. Natürlich, natürlich. Gehen wir mal hoch. Das will ich jetzt ausprobieren. Lauf, mein guter Daniel, lauf. Hoffentlich wartet nicht schon diese Bestie auf uns. So, gehen wir mal da hoch. Oh, es zieht ein bisschen. Und ja, hier wieder runter, denn da war ja dieses Zeug. Da fällt mir ein, könnten wir hier die Türe auch wegmachen? Wir haben ja nur eine... Aha, okay, wir haben nur einmal diese Chemikalie. Tja, wo verwenden wir sie dann? Hier würde es bestimmt nicht gehen. Hier könnten wir vielleicht nach rechts dann abbiegen. Aber ich glaube, ich werde es hier versuchen. Okay, das versuchen wir jetzt mal. Das hier? Wo hast du es jetzt hingetan? Jetzt ist es weg. Wo ist mein... Ich habe es jetzt mit Doppelklick, weil ich gedacht habe, ihr rüstet es jetzt aus, aber... Jetzt ist es weg. Wo ist das Ding hin? Moment mal. Wir haben hier drei Behälter. Ach, okay. Ich glaube, ich habe meine Heilung verwendet. Ja, und das hier muss ich hier reinmischen. Die Chemikalien müssen mit dem geeigneten Apparaturen vorbereitet werden. Muss ich das noch irgendwie erhitzen oder so? Zinnkerz, Kuprit und Orpiment.
Okay. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, wohin mit dem Zeug? Da fällt mir wieder dieser Behälter unten ein. Vielleicht kann ich ja da irgendwie das damit verwenden. Aber wie soll denn das gehen? Kann nicht kombiniert werden? Nö. Und nö. Ja, hätte ja sein können. Ach, mein Öl ist gleich weg. So ein Mist. Jetzt habe ich bald nichts mehr. Und irgendwie fehlt mir der Fortschritt gerade etwas. Wenn ich hochgehe? Nö. Ja, wir wollen was mischen. Dann gehen wir doch ins Labor rein. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Und ich benutze jetzt etwas mehr Zunderbüchsen, weil ich eh davon mehrere habe. Hier ist ja nichts. Da kann ich nichts machen. Okay. Dann will ich schon wieder hier runter. Und sehen wir mal, ob wir hier nicht irgendwas noch machen können. Ach, was bebt denn hier so? Oh, 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 oh. Okay, 4 verschiedene Chemikalien sind erforderlich, um fortzufahren. Interessant, wir haben leider bloß 3, das heißt, wir müssen wohl noch eine suchen. Das tun wir jetzt alles mal hier rein. So, das ist jetzt schon wieder passiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlt uns noch was. Wir brauchen noch eine Chemikalie. Oh, da ist... Nein, das ist sie nicht. Ja. Wäre zu schön gewesen, oder? Nee, es kann es nicht sein. Es gehört ja ins Inventar. Okay, dann müssen wir noch mal uns etwas genauer umsehen. Oh. Zunderbüchse. Nö. Sinnlos. Und mein Öl ist bestimmt auch gleich weg. Oh, oh nein. Ja, jetzt wird es langsam richtig böse. Hier ist jedenfalls nichts. Ich bin jetzt langsam auch mit den Zunderbüchsen nicht mehr so sparsam. Haben wir das schon? Ne, das haben wir schon gelesen, aber wir haben eine Notiz irgendwo bekommen. Moment. Das hier. Ja, ich glaube, das ist es. Das sieht so grau aus, so ungelesen. Ne, das haben wir schon gelesen. Haben wir das alles noch nicht aufgerufen? Glaube ich nicht. Nee, das kennen wir alles schon, das haben wir schon gelesen. Das kennen wir alles schon. Befehle einen Schornstein zum Abrufen der Dämpfe, bla 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 bla. Beeinträchtigt werden schwierig zu retten sein. Den Weinkeller umzulagern. Vielleicht ist das unser Hinweis, den wir brauchen. Daniels Tagebuch, Algerien. Ach so. Will ich mal hier reingucken, ob wir das schon gelesen haben. Nein, ich glaube noch nicht. Das ist noch neu. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Das gehört ja schließlich auch dazu. Also, Daniels Tagebuch, Algerien. 16. Mai 1839. Die sengende Sonne Afrikas erschwert unsere Expedition weiterhin, macht es uns unmöglich, von vor Einbruch der Dunkelheit zu graben. Wie Professor Herbert es geschafft hat, die Stelle in diesen weiten Ebenen des Nichts zu finden, bleibt mir ein Geheimnis.
Als ich ihn erneut nach dem Grab fragte, erzählte er mir von der Legende von Tin Hinnan, unser aller Mutter. Eine an sich durchaus interessante Geschichte, aber ich habe das Gefühl, da ist noch mehr. Später, am Nachmittag, entdeckten wir einen Durchgang unterhalb der Dünen, der zu einem sandbedeckten Steinbau führt. Der Professor ist sich sicher, dass es sich dabei um das Grab handeln muss und ließ den Weg freimachen, bis spät in die kalte, dunkle Nacht hinein. Morgen soll ich die Männer in den alten Steinbau führen und werde hoffentlich die Grabkammer finden. Egal, was der Professor von mir verheimlicht, die Ausgrabung sollte etwas Interessantes zum Vorschein bringen, was sich lohnt, mit nach London und das britische Museum zurückzukehren. Okay, ja, wir wissen ja, Daniel war so ein kleiner Forscher und hat da auch in den Pyramiden sein Glück versucht. Gucken wir uns mal das zweite an. 17. Mai 1839. Meine Hände zittern beim Schreiben. Ich habe das Bedürfnis, meinen Kummer niederzuschreiben, denn ich befürchte, mein Gedächtnis wird mich in Stich lassen, wenn ich es nicht tue. Heute habe ich mit zwei Männern den dunklen alten Durchgang erkundet, den wir gestern entdeckt haben. Unsere Fackeln brannten schwach in der undurchsichtigen Luft, als wir langsam hinabstiegen. Die Männer waren abergläubisch und ängstlich. Sie stritten lautstark und ich hielt ihre merkwürdigen Sprachen nicht mehr aus. Ich sammelte mich und schrie sie an. Sie sollten weiter den Weg und die zerbrochenen Stufen hinabsteigen. Der grob angelegte Durchgang verwirrte mich. Er sah viel älter aus als der Bau aus dem 4. Jahrhundert, den wir erwartet hatten. Der verschlungene Pfad endete in einer großen Vorkammer. Die Wände waren mit Statuen dekoriert, die anders aussahen als alles andere, was ich bisher gesehen hatte. Trotz ihres unheimlichen Aussehens kamen sie mir seltsam vertraut vor. Dieses merkwürdige Gefühl habe ich auch jetzt noch. Am hinteren Ende der Kammer verschloss eine riesige Steinplatte, was auch immer dahinter liegt. Ich ließ die Steinplatte anheben und als ich mich durch die enge Lücke zwängte, fiel der schwere Stein plötzlich zurück und schloss mich dahinter ein. Ich war gefangen. Ja, nicht gut, Daniel, warum machst du sowas? Gucken wir uns das hier noch an. 3 von 3. 17. Mai 1839. Im Inneren der Kammer. Nachdem ich für eine Ewigkeit gegen die massive Steinmauer hämmerte, musste ich schließlich feststellen, dass es hoffnungslos war. Ich war gefangen. Ich fiel zu Boden, rang nach Luft und versuchte klar zu denken. Plötzlich sah ich einen schwachen, blauen Schimmer. Mein schwacher Körper war zu schwer, aber ich schaffte es, mich zu diesem schönen Licht zu schleppen. Es wartete auf mich. Eingeschlossen in dunklem Nichts fühlte ich mich von diesem mysteriösen Licht wie angezogen. Ich griff danach und schloss es in meine Hand ein. Der schwache Schimmer entkam zwischen meinen Fingern und leuchtete noch kräftiger und verzauberte mich. Er löste fremde Erinnerungen aus an gebundene Türme, endlosen Wüsten und eine unmögliche Geometrie. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist das knirschende Geräusch eines sich anhebenden Steins, die Stimmen der Araber, die mich in die Sicherheit zogen und fest in meinen Händen umschlossen hielt ich zerbrochene Stücke einer höchst eigenartigen Reliquie. Ja, da hat er wohl irgendwas Interessantes, Merkwürdiges gefunden. Ach, hier könnten wir auch mal wieder reingucken. Die Treppen sind eingestürzt, finde ein Weg, um zurückzuklettern. Welche Treppen? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Experimente im Labor haben bewiesen, dass sich aus der Kombination von vier Chemikalien eine starke Säure ergibt. Ja, da brauchen wir ja noch eine. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Ja, das sind wohl unsere zwei Hauptziele. Wir brauchen noch eine Chemikalie, damit wir dieses Gewebe wegätzen können. Und da suchen wir jetzt einfach mal. So. Ich musste mal
mal einen ganz kurzen Cut machen, aber es ist ja nicht weiter schlimm. Ja, es wird auch schon Zeit, langsam den Part zu beenden. Ich will mich jetzt noch ein bisschen umgucken, ob ich nicht das vermeintlich fehlende, die fehlende Chemikalie noch irgendwo entdecke. Darum machen wir jetzt alles mal im Eilspurt. Aber hier ist ja leider nichts Brauchbares. Das, denke ich mal, wird woanders versteckt sein. Oh je, jetzt ist unsere Laterne weg. Und wir haben auch kein Öl mehr. Ja, jetzt ist es soweit. Machen wir mal schnell. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Dum, 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 dum. Nein. Hier sind unsere drei Chemikalien. Eine fehlt uns noch. Okay. Gehen wir hoch. Und zwar schnell, Daniel. Sehr schnell. Ach, Moment. Das ist die... Ah, das ist die eingestürzte Treppe, die sie gemeint haben. Da kommen wir... Nee, keine Chance. Da kommen wir nicht mehr zurück. Glaube ich zumindest. Hier können wir auch nichts aufheben. Da haben wir schon reingeguckt. Oh, Treffer. Nee, es ist Öl. Ich hätte schon gedacht, das könnte unsere Chemikalie sein. Moment. Ja, füllen wir mal ein, dass wir wenigstens ein bisschen was haben. Aber wir müssen jetzt wohl etwas sparsamer sein. Hier mache ich mal Licht. Ah, okay. Hier haben sie sogar noch dazu geschrieben. Das sollen wir wohl als Brücke benutzen. Und es baut sich auch gleich dahin. Sehr gut. Okay, schon können wir zurück. Denn wir brauchen ja noch eine Chemikalie, die hier irgendwo sein muss. Tja, vielleicht hier unten? Ich weiß nicht. Tja, jetzt bin ich schon wieder in der Haupthalle, ich weiß. Denn ja, ich werde hier leider den Part beenden müssen. Das nächste Mal, ja, machen wir uns auf die Suche nach dieser Chemikalie. Die sollte doch irgendwo zu finden sein. Und okay, ja, das war's dann auch schon. Bis zum nächsten Part von Let's Play Amnesia: The Dark Descent.